Wie oft bilden der Stundenzeiger und der Minutenzeiger einer Uhr zwischen Mittag und Mitternacht einen rechten Winkel? Stellen wir uns eine Uhr vor. Hier können wir die Zeit einstellen. Im Moment ist es Mittag. Die Zeit vergeht. Und hier haben wir einen ersten rechten Winkel. Hier einen zweiten. Einen dritten, einen vierten und hier zum fünften Mal einen rechten Winkel. Also zwischen dieser 12 und dieser 3, streng dazwischen, haben wir fünfmal einen rechten Winkel. Das sind diese fünf Positionen vom Stundenzeiger. Durch Punktspiegelung erhalten wir hier nochmal fünf solche Positionen. Also insgesamt haben wir jetzt 10 Positionen, die einen rechten Winkel bilden. Durch diese doppelte Symmetrie haben wir noch 10-mal einen rechten Winkel, also bisher insgesamt 20-mal. Und dann haben wir auch noch um 15 Uhr und um 21 Uhr, also kommen noch 2-mal hinzu. Insgesamt haben wir also 22-mal einen rechten Winkel zwischen Mittag und Mitternacht. Und deshalb ist A die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.